Was stimmt mit mir nicht? Was stimmt mit mir nicht? Was stimmt nur mit mir nicht? Sie will dich verführen. Du weißt, was du zu tun hast. Stopp! Norman, was ist passiert? Ich weiß nicht. Ist ja gut, Norman. Die zweite Staffel beginnt, wo die erste endet, in Miss Watsons Haus. Der Tod von Miss Watson ist der Beginn eines sehr interessanten Mordfalls. Norman ist besessen von ihrem Tod. Du erzählst mir jetzt genau, was passiert ist. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Ich denke, dass diese Art von Mutter-Kind-Beziehung noch nie erforscht wurde. Die Idee, dass dein Kind ein Monster sein könnte. Du verbringst deine Tage damit, tote Tiere zu zerlegen. Das ist merkwürdig. Norman hat einen weiteren Blackout und beginnt zu begreifen, was während dieser Blackouts passiert. Norman, jetzt komm schon. In Staffel 2 wird alles größer und dramatischer. Ich hätte da eine wichtige Nachricht für deinen Boss. Es wird echt gefährlich, denn ein Krieg zwischen zwei Familien spielt sich ab und Dylan ist mitten im Kreuzfeuer. Dylan versucht einfach nur zu überleben. Er will nicht der Nächste sein, der verscharrt wird. Es ist unser Ziel, eine originelle Geschichte zu erzählen. Jeder, der denkt, er sei bei Bates Motel dahinter gestiegen, liegt falsch. Das ist doch krank! Die Drehungen und Wendungen, die eigenartige Handlung. Mehr Wahnsinn, mehr Chaos, mehr Leidenschaft. Es gibt Humor und wunderbar verrückte Momente. Kennen Sie sich mit Blackouts aus? Das macht Bates Motel aus. Sollte ich denn sonst noch was wissen? Nein, jetzt weißt du alles. Ich weiß etwas über dich, Norma Bates. Du bist ein guter Junge. Ich will dich nicht verletzen. Verschwinde aus meinem Haus! Du bist eine Lügnerin! Ich lass nicht zu, dass man dir wehtut.